Yo, Peace Leute, was geht ab? Ich bin Martin, das ist Dave und das ist unser Vater- und Sohn-Kanal und wir machen heute mal Burger-Ess-Challenge. Und hier in so einem Lokal gibt es Rollken Eat Burger und wir gucken mal, was geht. Genau. Das Angebot gibt es von 16 bis 20 Uhr und wir gucken jetzt mal, was geht. Also viel Spaß beim Zugucken. Jo Leute, diese harte Atze hat mich einfach komplett abgezogen. Das ist noch da, ich esse jetzt noch auf und dann warten wir auf den nächsten Burger. Wir haben uns jetzt einen Burger bestellt. Ja, Italien. Bla bla bla. Basilikum, Knoblauch, bla bla, Mozzarella und das ist so lecker. Ich zeige euch den gleich, der ist einfach göttlich. Gönnt euch das. Das ist doch göttlich, oder? Jo, wir haben jetzt unsere zweiten Burger und ja. Dieser harte Lappen hat mich schon wieder abgezockt und ich bin erst da, aber ich genieße mein Essen im Gegensatz zu dem Typen, der das nur runterschüttet. Na, was sagst du dazu? Ja. Jo Leute. Diese Atze hat mich eiskalt geschafft. Zieht euch das rein. Er hat gerade meinen Burger aufgegessen. Und jetzt putzt er sich zufrieden die Nase ab und schüppelt seine Cola alle. Und ich bin geschafft. Ich esse nichts mehr von der Karte. Aber er bestellt sich oder hat sich gerade eiskalt einen Barbecue Cheeseburger bestellt. Wie man so eine Atzigkeit besitzt. Besitzen kann, weiß ich nicht. Ja, das kann man einfach, man fastet zwei Tage und isst halt vier Cheeseburger hintereinander, also ganz easy. Also. Bei McDonald's könnte ich das auch. So, die Mega-Burger-Atze gönnt sich jetzt noch einen Burger. Was ist das für einer? Barbecue Cheese. Zieht euch das rein, mega nice. Jo, das war's hier mit dem Video heute. Abonniert den Kanal, es gibt weitere krasse Videos und viel Vater- und Sohn-Action, also... Wir haben auch beide, machen immer fett Gitarren-Videos. Folgt uns übrigens auch auf Instagram, ist in der Beschreibung. Wir sehen uns auf jeden Fall und ich hoffe, euch hat die fette Burger-Challenge gefallen, auch wenn ich schon von Anfang an wusste, dass er mich abzockt. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.